Ja, hallo und schön, dass du hier bist. Hallo, da. Schön, dass ich hier sein darf. Ja, es freut mich. Ich darf dir nämlich dein Deck jetzt vorstellen und was ich mir so ein bisschen dabei gedacht habe. Ja. Und du hast ja gesagt, dein Lieblingscharakter ist, oder dein Lieblingsfilm ist Die Hexe und der Zauberer. Genau. Und da habe ich mir gedacht, okay, wir kennen ja Madame Mim eben schon aus Set 2, aber jetzt gerade eben mit den Tintenlanden können wir da noch ein bisschen coole Sachen rausholen. Denn die kannst du ja erschöpfen, um einen Charakter aus deiner Hand kostenlos auszuspielen, der 4 oder weniger kostet. Ja. Der kriegt dann rasant, aber würde am Ende des Zuges verbannt werden. Mhm. Und da bietet sich zum Beispiel der Prinz Erik ganz gut an, denn der hat zwar nur Stärke 2, aber den Effekt, wenn dieser Charakter verbannt wird, darfst du einen Charakter deiner Wahl verbannen. Das heißt, das ist ganz schön. Du kannst Madame Mim benutzen, mit ihm irgendwo reinlaufen, vielleicht sogar noch was mitnehmen. Und danach auch noch einen Charakter in deiner Wahl verbannen. Kann man schön ärgern, ja. Oder halt eben sowas wie einfach den Feuervogel, der zwar keinen Effekt hat, aber eben 6 Stärke. Das genau, heißt, den habe ich schon gesehen, dass der einfach für 4, 6 Stärke hat, dann das ist schon. Das macht. Der bräuchte noch rasant. Dann. Genau, das kriegt man ja durch Madame Mim. Genau. Das ist ja das Gute daran. Ansonsten hast du einige Karten eben, die dich Karten ziehen lassen. Und da nutzt man dann ganz gerne die Malefits. Immer wenn du eine Karte ziehst, darfst du einen Schadensmarker auf einen gegnerischen Charakter deiner Wahl verschieben. Das heißt, du kannst quasi, wenn er irgendwelche tankigen Charaktere hat, die viel Willenskraft haben, sagen so, ich nehme jetzt mal diesen Schadenspunkt und leg den auf deine Karte, die 0-2 hat, ziehe ich noch eine Karte und mach das nochmal so, die ist weg. Ja. Oder du verschiebst den Schaden von deinen Charakteren natürlich rüber, sofern Schaden da ist. Genau, das wäre nämlich eine Frage gewesen auch schon. Weil ich ja jede Runde eine Karte ziehe, aktiviert das auch sofort. Ja. Und dann, wenn ich halt Malefiz spiele oder wenn eine andere Malefiz-Figur kommt. Genau, dann dürftest du auch wieder dann eine ziehen. Dann dürfte ich auch wieder. Und damit einen verschieben. Ja. Wenn sie erkundet, darfst du eine Karte ziehen, was auch ganz gut ist. Genau. Und dadurch greift ihr Effekt. Und da, jetzt brauchst du ja quasi nur noch Schadenspunkte auf deinen eigenen Karten, die du dann verschieben kannst. Und der bietet sich natürlich die Mutter Gothel sehr an, die mit 3 Schaden ins Spiel kommt. Ja. Also, ne, du spielst Malefiz im Zug, dann im nächsten Zug Mutter Gothel hinterher, gehst erkunden, verschiebst einen, spielst irgendeine Karte, ziehst eine Karte, verschiebst einen und so weiter. Mhm. Oder benutzt Szene Blank wie Neid, machst einem von deinen Charakteren 2 Schaden, um dem gegnerischen Charakter 2 Schaden zu machen. Und auch da, wenn Malefiz mal gerade nicht da ist, hast du sonst Mama Udi, die quasi denselben Effekt hat und direkt 2 Schadensmarker verschieben kann. Oder auch andere Karten, die das können. Und dementsprechend, da geht es das Deck so ein bisschen rum. Ja. Eben den Schaden von deinen Karten auf den, auf andere Sachen. Dass ich halt so die gegnerischen Charaktere verbannen kann. Genau. Und solltest du doch irgendwie zu viel Schaden haben und gerade keine Möglichkeit, den loszuwerden, kannst du natürlich immer noch Madame Mim Fuchs nehmen, die Karte wieder zurück auf die Hand nehmen, danach vielleicht wieder die Gestalt wandeln und damit lassen sich ganz, ganz gute Kombos bilden. Und ja, da du ja auch einige Malefizen hast, kannst du mit ihrem treuen Haustier Diablo auch jedes Mal, wenn du einen ausspielst, die oberste Karte anschauen und dann entweder unten oder aufs Deck legen, was ganz gut ist, weil Malefiz ja oft sagt, zieh eine Karte, also kannst du vorher schauen, was du ziehst. Genau. Also kann ich ruhig vorher gucken, das ist dann kann ich eine Auswahl treffen. Genau, in Lorcaner ist es so, immer wenn Effekte gleichzeitig quasi abgehandelt werden würden, dann darfst du aussuchen, in welcher Reihenfolge das passiert. Okay. Das heißt, du kannst sagen, hey, ich mache jetzt diesmal, möchte ich zuerst eine angucken und dann eine ziehen und dann im nächsten Spiel willst du vielleicht mal zuerst eine ziehen und dann eine angucken. Genau, also du kannst auch jedes Mal eine andere Auswahl treffen. Und also sehr Control-mäßig, also du guckst so ein bisschen, dass du das Spiel kontrollierst, während du weiter sammelst die gegnerischen Karten, die halt viel machen können oder viele Gen sammeln, willst du halt loswerden, ne, schiebst Schaden rüber oder verbannst sie sogar direkt durch andere Sachen, benutzt deine rasanten Charaktere oder halt mit Madame Mim rasant gemachten Charaktere, um das Gegnerfeld immer schön klein zu halten. Und damit du auch immer schön nachziehen kannst, hast du ja genug Karten geziehen. Genau. Oder das Schloss der Königin, eben einer der 9 Orte. Sehr interessant, Die ist sehr, sehr stark. Denn zu Beginn deines Zuges darfst du für jeden Charakter an dem Ort eine Karte ziehen. Und du kannst Charaktere für 1 dorthin bewegen. Genau, die Frage hatten wir eben schon, weil ich kann, wenn ich Tinte habe, kann ich so viele Charaktere, wie ich möchte. Und dann muss ich nur halt gucken, dass ich nicht keine Karten mehr ziehen kann. Genau. Ne? Also gut, also ich kann so viel dahin ziehen, wie ich möchte. Und selbst wenn da jetzt 20 Charaktere liegen, ist es ja, kannst du ziehen. Das heißt, kannst du sagen, nee, ich ziehe einfach mal nicht. Ah, okay. Also das ist ja okay, das Gute. Gut.
Aber du kannst es halt nur, okay, genau, entweder du ziehst alle oder keine. Das sind genau die einzigen Optionen. Ja. Okay, aber das war nämlich eben auch so ein bisschen, stand es im Raum, ob man dann halt einfach, ja gut, wenn du da alle Charaktere hinziehst, auf einmal bist du einfach out of stock und ja, das war so. Hast du auch, aber wenn verloren. Du kannst, klar, das ein Wort macht das dann immer genau wieder. Ich habe nur noch Freikarten entdeckt, ich glaube, ich ziehe meinen nicht 20. Genau. Ja, ja, nee, gut. Ja, ich glaube, da kannst du was sehr Cooles mitmachen. Ja, und ja. Ansonsten, wenn du noch irgendwelche Fragen hast. Ich bin sehr gespannt. Nee, jetzt, also wie gesagt, die Fragen haben wir jetzt gerade schon geklärt. Das war schon erklärt, was ich da hatte. Ja, auch wieder super Artwork. Ne? Irgendwie mag es, dass es teilweise ein bisschen düsterer geworden ist. Ja gut, du hast eben auch viele Bösewichte jetzt halt mit dabei. Oder ne, Dinge, die halt so in diese schurkische Richtung gehen. Aber dann würde ich sagen, ganz viel sehr, Spaß. Sehr, sehr gespannt. Und viel Erfolg. Dankeschön.